Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wir haben jetzt mal wieder 12 Grad. Wir haben den, ich glaube, den zweiten haben wir schon. Haben wir den zweiten? Ja, den 2. Januar. Datums. Ja. Wir haben den 2. Januar. Ich bin jetzt hier an diesem Bienenstand, um mal wieder auf Specht zu kontrollieren. Wie man sieht, meine CDs, die hängen immer noch schön brav. Der Specht hat keine weiteren Löcher gemacht, bisher zumindest nicht. Ob das jetzt an den CDs lag oder daran, dass der Specht keine Lust mehr hatte, an die Bienenbeuten zu gehen. Oder dass der Specht vielleicht aus Altersgründen verstorben ist. Ich weiß es nicht. Man muss einfach nur an die CDs glauben, dann funktioniert das. Aber Bienenflug ist ordentlich vorhanden. Das passt schon. Man sieht, denen geht's gut, fühlen sich wohl, ruhen sich auch ab und zu mal aus. Ja, da geht die Post ab. Und Polleneintrag. Die schlafen noch ein bisschen. Dafür machen die mehr. Ja, und so geht es gerade weiter. Wie ich schon mal gesagt habe, alle meine Völker leben noch. Nicht nur hier am Stand, auch an den anderen Ständen. Aber was ich jetzt heute eigentlich machen wollte, ich bin nur hier kurz vorbeigekommen zur Steppvisite. Was ich eigentlich machen wollte, ist es nach dem kleinen Volk zu sehen, an dem einen Bienenstand, wo ich Zweifel dran hatte, dass sie den Winter überleben werden. Da hatte ich in einem anderen Video, wenn ihr meine Videos verfolgt habt, in einem anderen Video gezeigt, das war vor vielleicht 10, 12 Tagen sowas, dass ich denen schon mal so eine halb gefüllte Futterwabe aus einem anderen Volk reingehängt hatte. Und jetzt will ich da mal kurz schauen, ob ich da noch was machen muss, ob ich da noch mehr Futter reinhängen muss, ob sie mit dem Flüssigfutter, was oben in der Schale drin ist, in dem Sichtdeckel mit Futtereinsatz, ob sie das annehmen. Ja, mal sehen, wie es ihm geht. Und dann nehme ich euch mit. So, jetzt sind wir hier am Platz des Ungleichgewichts, weil die 5 Völker hier vorne, die sind alle gut aufgefüttert und eben das eine, ach gut, ja natürlich, da ist schon Betrieb, okay. Das ist soweit in Ordnung. Aber ich muss trotzdem schauen, dass es mit dem Futter passt, weil wir haben jetzt immerhin erst den 2. Januar und bis März, bis sie eintragen können, ist es noch ziemlich lang. Ein kleines Volk braucht im Januar also garantiert 500 Gramm, garantiert. Februar, wenn sie sich langsam entwickeln, sagen wir mal bis zu 2 Kilo. Im März nochmal. Ah, kleines Volk, ich rechne auch mit 2 Kilo, also 5 Kilo sollten sie auf jeden Fall drin haben. Minimum. Und dann schaue ich aber trotzdem mal ins Volk rein, egal ob sie zu viel oder zu wenig Futter haben. Ich werde mir das Volk trotzdem mal kurz anschauen, weil die Temperaturen lassen es zu. So, und was kommt als erstes, wenn man zu einem Bienenvolk hingeht? Gut, als erstes, nachdem man das Flugloch kontrolliert hat, weil das macht man als allererstes. Danach kommt logischerweise der obligatorische Blick auf die Windeln. Ja, sieht sehr gut aus, sieht hervorragend aus. Hier hinten werden schon wieder Wachsdeckel aufgemacht. Jo, Feuchtigkeit hier auf der Windel, also es muss Brutgeschäft vorhanden sein. Ich mache da erst noch sauber. Muss eigentlich schon ein bisschen Brutgeschäft da sein, aber das werde ich gleich sehen. Und ihr werdet es auch sehen. Erstmal ein Blick unter den Sichtdeckel. Ja. Ein bisschen nervös, so wie es aussieht. Futter ist auch noch da, also Flüssigfutter, was sie bekommen hatten. Ein bisschen nervös sind sie, ja. Kommt mir so vor. Gut. Dann sagen wir schon mal guten Tag.
jetzt habe ich, gut, ich bin es noch nicht gewohnt, ist dieses Jahr, jetzt habe ich meine Propolis-Handschuhe vergessen, die ziehe ich mir mal schnell an. So, jetzt halt. Nehmen wir erstmal das hier raus. Ist leer. Das ist Futterrähmchen, was ich in reingehängt hatte vor einigen Tagen. Da sind sie noch dran, das läuft noch. Hier ist auch noch ein bisschen offenes Futter auf der Seite. Ah, da haben wir auch noch Futter drauf, ja. Gut, okay. Da wurde umgeweißelt. Hier ist die Königin. Vielleicht eine Erklärung, warum das Volk ein bisschen nervös ist. Hier ist die Königin. Könnte ich jetzt zeichnen, aber ich bringe jetzt dadurch nicht unbedingt Stress rein ins Volk. Das mag ich nicht. Das ist die Frage, ist die Königin noch begattet worden? Das ist die Frage. Müssen wir genauer nachschauen. Brut suchen, zumindest offene Brut. Dass die Königin natürlich auf der dunklen Wabe ist, ist kein Wunder, weil das ist die begehrteste Wabe. Und ich sehe hier noch nichts. Muss es nicht sein, dass die jetzt im Winter umgeweißelt haben oder im Spätherbst, weil es war noch eine rote Königin. Von daher kann schon sein, dass die im Lauf des Jahres umgeweißelt hatten. Aber ich habe da im Betrieb nicht mehr nachgesehen. Nee, hier sehe ich auch noch nichts. Na, hier ist die Zelle. Ja, sind sie schon wieder am Rückbauen. Machen wir die mal weg. Brauchen wir nicht mehr. Zeig mal, Mädels, versteckt ihr da was runter? Nein, wir verstecken nichts. Aufgrund der Feuchtigkeit auf der Mitte der Windel hatte ich vermutet, dass es schon Brut gibt. Gut, okay, da sind ein paar Bienchen gestorben. Das sieht nach Hungerbienen aus. Aber Futter haben die drin. Hier auf der Seite ist auch Futter, was sie noch drin hatten. Also am vorhandenen Futter kann es nicht gelegen haben. Futter hatten sie genug. Auch noch ein paar Gestorbene. Machen wir gleich mal sauber. So, und da ist leer. Die Rähmchen sind leer. Es ist nicht massig viel Futter drin. Wir haben jetzt hier
ein Kilo, zweieinhalb, dreieinhalb, vier, also 4 Kilo sind garantiert hier drin. Schaue ich mich aber unten noch mal ein bisschen um. Also hier ist eindeutig ein kleiner Bienenhaufen zugrunde gegangen. Und das sieht tatsächlich nach Problemen aus. Halt mal schauen. Verhungertes Bienchen. Kein verhungertes Bienchen. Nicht mehr ganz jung. Auch kein verhungertes Bienchen. Auch nicht mehr ganz jung, also gut, okay, mittleres Alter. Sonst keine Probleme, nö. Gut. Leer. Leer. Bei dem Völkchen war, oh, da ist noch Futter, guck. Noch mal ein Kilo. Ja, da ist noch Futter. Also am Futter kann es nicht gelegen haben, dass sich da ein paar Bienchen die Kante gegeben haben. Ich mache das Rähmchen oben rein. Hier scheint mir auch noch Futter zu sein. Ne, da ist keins mehr, das ist leer. Aber ein paar tote Bienchen drauf. Ja. Also hier auf der Seite ist auch, wo die toten Bienen drauf waren, ist schön konservierter Pollen, einige Futterzellen, also einige Honigzellen gefüllt, nicht verdeckelt. Hier noch ein paar verdeckelte Futterzellen, also ja, darf man sich wundern. Ist wie so immer, du wirst nie alles erfahren, was im Bienenvolk lief. Wie so immer, am Boden sehe ich auch einen Haufen, auf einem Haufen speziell zusammengewürfelt Bienen. Hier haben wir auch wieder tote Bienen drauf, einzelne. Auch hier wieder Futter, verdeckeltes Futter. Auf der Fläche, hoppala, auf der Fläche Pollen und einzelne Zellen auch noch mit Flüssigfutter, mit offenem Futter. Auch hier Futter. Kein Varroa-Kot. Da hat es Probleme gegeben mal im Volk. Ich habe jetzt mal die toten Bienen entfernt, weil
Diese Ware bekommt auch oben rein. Also hier ist so viel Futter drin, dass ich von einem anderen Volk nichts rausnehmen muss. Am Futter mangelt es denen nicht. Hier auch nochmal Futterrähnchen. Ein paar Pollen. Hier auch ein paar offene Futterzellen hier. Flüssiges Futter, Pollen und verdeckeltes Futter. Also es mangelt diesem Volk an nichts. Auch nochmal ein Futterrähmchen. Boah, Futter über Futter. Massenweise Futter. Das nix. Und da ist auch nichts mehr. Ja. So, jetzt gehe ich aber hin und werde das Volk auf eine Zarge runtersetzen. Und mal den Boden sauber machen. So, das geht mal weg. Das geht mal hin. Jetzt wird sauber gemacht. Dann kriegt er wieder ein schönes, sauberes Wohnzimmer. Wachsmotte. So, ist wieder sauber. Bienchen, du musst runtergehen. Hopp. Und die obere Kiste hier drauf. So, aber jetzt werde ich den Wärmeschutz oder den Kälteschutz, schützt ja nicht vor Wärme, schützt vor Kälte, den Kälteschutz entfernen. Auch die leeren Waben. So, jetzt sieht ihr gar nichts. Hier ist, ja, hier ist Futter drauf. Das hier ist leer. Okay. Jetzt habe ich dringende Regierungsgespräche. Jo. Ich bin gerade noch am Volk, so in einer halben Stunde oder so, spätestens, ja, bin ich daheim. Ja, okay, bis gleich. Ciao. So, fertig. Hier hatten wir auch noch Futter, oder? Ja, hier ist auch noch Futter drin. Dann lassen wir das ganz schön. Hier, warte mal, das ist eine helle Wabe, die setzen wir nach außen. Königin war hier nicht drauf, nein, war nicht drauf. Dann ist hier Futter und Pollen. Ja, wie rum jetzt? Muss ich mal schauen. Ja, so rum. Dann haben wir auch Futter und Pollen. Auch so rum. Die ist älter, kommt die zuerst. Dann haben wir noch die runtergefallene.
So, also ich habe mich schon gewundert, weil die Kiste ist nicht sehr leicht gewesen und trotzdem hat es nach zu wenig Futter ausgesehen ursprünglich, aber wie man sieht, haben die genug Futter. Das sind jetzt, ach, das sind gute 10 Kilo, brauchen die nie, gar keinen Fall. Dass wir eine schöne Thermik hinbekommen, werden jetzt gemittelt. So, ist gegen Schimmelrähmchen. Dann kommt direkt der Deckel mit der Futterkammer drauf. Also selbst wenn die noch mehr bräuchten, hier ist noch ein Kilo Flüssigfutter drin. Die sind bestens versorgt. Königin ist auch in Ordnung. Legt noch nicht, muss ich im Auge behalten. Ja, da kann man sehen, so kann es gehen. Wie gesagt, ob die Königin jetzt noch im Herbst, kurz vor den kalten Tagen, erst geschlüpft ist und damit eventuell nicht begattet ist, kann ich jetzt nicht sehen. Ich habe noch keine Brut gesehen. Moment. Nee. Ich habe mir gerade versucht, eine Maßnahme zu überlegen, aber nee, ich lasse es. Ich habe noch keine Brut gesehen. Ich werde also in spätestens 14 Tagen nochmal nachsehen. Obwohl, wir sollen jetzt nächste Woche wieder kühlere Temperaturen bekommen. Keine Minus, aber so auf die 0 Grad nachts, tagsüber immer so Richtung 10 Grad. Also so kalt wird es wieder nicht. Von daher, ich lasse die noch 14 Tage. Die einen kommen früher in Brut, die anderen später. Ich werde gerade noch bei einem anderen Volk nachschauen, ob die schon in Brut sind. Am besten direkt das Volk nebendran. Am besten. Sind wir am schnellsten. So, ich stelle mal schnell die Kamera um. So. Und schon sind wir nebendran. Achso, Fluglochschiebung muss ich noch reinmachen. Die haben den Fluglochschieber jetzt reinbekommen und drei Öffnungen, drei Bienenbreite, mehr brauchen die nicht. Und jetzt geht's mal an dieses Volk. Ganz klar ist es nicht. Man sieht hier frisch eingetragenen Nektar und ist am 2. Januar. Frech, hä? Das sind Futterrähmchen. Boah. Voll. Ja. Achso, ich hab vergessen.
Auch ein Futterrähmchen. Ja, die fräsen sich schon ins Futter rein. Nee. Ich sehe noch nichts. Doch. Muss ich schnell in die Sonne. Nee, ist nur der glänzende Boden. Nee, also das Brutnest wird vorbereitet, aber ist noch nichts drin. Ah, da haben wir ein schönes Brutnest. Hier, schau mal. So ist es gut. Jawohl. Hier sind die Rundmaden. Da müssten wir hier auch Stifte haben. Ja, hier haben wir auch Stifte. Und ganz kleine Rundmaden. Passt alles. Brauche ich die Königin überhaupt nicht zu suchen. Weil hier stimmt alles. Die sind schön richtig dicht mit dem Brutnest am Futter dran. So muss das. So. Das Ganze wieder rüber. Ein Bienchen kommt raus. Die hängt jetzt mit dem Kopf in der Zelle drin. Und wenn ich zumache, dann ist es ihr Grab. So. Immer schön vorsichtig. Gibt ja Leute, die sagen, mit den Hofmann-Rähmchen, mit den Seitenteilen quetscht man Bienen. Ja, schon. Ab und zu ist da schon mal ein Bienchen dabei, was dazwischen gekommen ist. Das gibt es halt schon mal. Aber es ist nicht so, dass man jetzt jede Menge Bienen quetscht. Es ist nicht so. Oder zerdrückt, egal wie man es nennen mag. Von daher. Die bieten mehr Vorteile, als sie Nachteile bieten. Aus dem Grund bleiben die bei mir erhalten. Zumindest derzeit noch. Was ich später mal für eine Meinung haben werde, weiß ich jetzt noch nicht. So Leute, also auch hier kontrolliert am kleinen Volk. Die sind jetzt auf eine Zarge runter reduziert. Das ist auch gut so, das muss so sein. Die brauchen nicht mehr Platz, die haben massig Futter. Das ist jetzt, jedes Rähmchen ist jetzt mit Futter voll. Wenigstens zum Teil. Die haben gute 10 Kilo Futter drin. Die brauchen nicht so viel, das reicht denen. Die hier, dieses Volk hier, ist schon schön im Brut. Königin ist also voll in Ordnung. Das Volk ist entspannt, ist ruhig. Futter ist genug da, das Futter ist nahe an der Brutfläche. Wunderbar, passt alles. Wenn ihr eure Völker nachschaut, weil es wird wieder kalt, wenn ihr eure Völker nachschaut und ihr seht, dass die Futterfläche weit von der Brut direkt eine Distanz hat, dann geht doch hin und hängt ein Futterrähmchen direkt an das Bruträmchen ran. Weil es wird wieder kalt werden und dann kann es unter Umständen, wenn es ganz dumm läuft, wenn es sehr kalt wird, dann kann es unter Umständen Futterabriss bedeuten und damit Volk tot. Muss nicht sein. Also bei den Temperaturen, wir haben jetzt 12 Grad, bei den Temperaturen nachzuschauen im Volk macht überhaupt nichts aus. Aufmachen, nachschauen, das nachschauen, was man unbedingt muss, wenn es erforderlich ist, und dann ist gut. Ich werde jetzt noch die anderen vier Völker kurz mal reinschauen, ob es bei denen auch so gut ausschaut. Aber ihr habt gesehen, wie das läuft bei dem Volk. Brauche ich da die Kamera nicht unnötig laufen lassen, das zieht das Video einfach nur unnötig in die Länge, muss nicht sein. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn wir uns im nächsten Bienenvideo wiedersehen.